So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Erstmal ein bisschen, erst ein bisschen aufräumen. Wisst ihr, achso, nachdem unser Server wieder so stabil läuft, würde ich gerne mal erstmal wieder hier die Konsole aktivieren. So, speichern, beenden und dann mal hier den Server neu starten. Und wetten, also jetzt stürzt das Server wieder ab. Wobei ich jetzt nicht glaube, dass das am Terminal liegt, dass der Server abstürzt. Also, das wäre mal was ganz Neues. So, du kommst nach da, du kommst nach da. Spielt einfach Trompete? Was denn da los? Vor allem, als ob da die Vögel angeflogen kommen. Wenn ihr da rein trompetet, die fliegen doch Kilometer weit weg. Als ob Vögel diese Töne mögen würden. Ha! So weit kommt es ja noch. So. Schwupp. Genau, jetzt aber läuft wieder alles. Sehr schön. Habt ihr es gerade eigentlich gesehen? Oder egal. Ob ihr es gesehen habt oder nicht. Ich habe einfach dieses Strich-Strich-Terminal einfach wieder angehangen. An meinem Server. Das heißt, ich habe jetzt wieder Konsolenunterstützung. Terminal Support. Achso, ich bin bei zwei noch im. So, sieht schon besser aus. So, wo ist mein Boot? Bebaut. Eigentlich muss ich jetzt erstmal wieder mein Inventar leeren hier. So. Tschüss. Oh, Pfeile. Bin zu schnell. So, denn da ist meistens wieder Buh. Da haben wir es tatsächlich. Da hinten. Da ist es. Das ist es doch. Aber das ist doch. Der ist doch ganz normaler Gras, oder? Aber doch, das sieht aus wie ganz normales Gras. Ja, doch, das sind ganz normale Grasblöcke. Wieso wächst das denn bei uns nicht? Egal, wir hauen hier einfach mal ein paar Bäume ab und dann passt das schon. Denn wir brauchen den Shit. Das Schöne ist ja, wir brauchen eigentlich gar nicht so viel Holz, weil das ist ja bloß der Akzent. Das meiste Holz brauchen wir erstmal, um normale Kisten zu bauen. Und bei denen wiederum ist es ja egal, aus welchem Holz wir die bauen, ne? Das ist ja nur, dass man für die Drawer muss man ja dann vier normale Kisten und fünf Holzblöcke kombinieren. Und diese fünf Holzblöcke, die müssen dann das entsprechende Holz sein. Deswegen, so viel Holz brauchen wir gar nicht. Ich mache hier vorne noch ein bisschen. Hier sind auch noch so ein paar größere Bäume. Das sollte denn auch eigentlich reichen. Gut aus. Eigentlich könnte ich hier die paar Bäume, die vorne auch noch stehen. Aber ich hier ein paar mehr Bäume. Auch noch abernten. Ne, so ein bisschen Rassentrennung ist ja in der heutigen Zeit ein ganz wichtiges Thema. Die schwarzen Bäume müssen von den weißen Bäumen getrennt werden. Ist ganz klarer Fall hier. Fichte und Buche hat nichts nebeneinander zu suchen. Sonst gibt es hier Klassenkonflikte. So, kann ich die stapeln? Die kann ich stapeln. Sehr gut. Dann werde ich dich mal ganz kurz hier snabulieren. Euch noch stapeln und dann habe ich gestapelt wie ein Stapelmeister. So. Los, wir brauchen mehr Schwarze. Ich weiß jetzt schon, Twitter wird es mir nie verzeihen. Egal. I'm living the dream. Wow. Hier ist ein Grasblock im Baum gewachsen. Oder vielmehr vom MapGen generiert worden. Ja. So, dann haben wir hier hinten noch ein paar Bäume und dann haben wir hier.
astreine Raffentrennung vorgenommen. Leider haben wir damit natürlich auch fast die gesamte Axt erledigt, aber das ist es wert. Und das war's mit der Axt. So. Jetzt haben wir hier original die ganzen White Boys von der East Coast und die ganzen Black Peoples von der West Coast. Ey, boy, I am an American. Let's go. Was willst du hier? Ein Delfin, wie süß. Ja, da wird das aber... Okay. Er wird nicht sterben, ist gerade gestorben. Sehr geil. Dass wir mal an Land schwimmen wollen. Hallo? Was ist los mit denen? So, diesmal keine Skelette, die uns hier auf dem Boot auflauern und direkt umbringen. Wobei, da guck mal, da ist auch gerade wieder einer gespawnt. Egal. So, jetzt mal, wieder abernten. Wenn wir schon hier sind. Oh, wir sind voll. Schon wieder. Immer noch. Dann... Let's go. So, haben wir jetzt eigentlich überhaupt noch irgendwelche Schafe oder sind jetzt mittlerweile komplett weg? Oh, wir haben noch zwei kleine Schafe, die nicht mehr wachsen. Warum wachsen die nicht? Naja, vielleicht zum Glück, weil sonst wären die wahrscheinlich jetzt auch weg, ne? Es ist so ein... Oh, ab. Batterie ist jetzt wieder voll. So, Kartoffeln. Einmal hier und einmal hier und dann einmal hier. Oh, ich habe da gedingst vergessen. Weg da. Danke. So. Sehr schön. Gut. Boah, so viele Eierchen. Oh ja, ich bin... Ja. Kann ich nicht endlich mal ein paar Sachen wegbringen? Genau, hier, da haben wir jetzt diese Diorite. Das Zeug, was keine Sau braucht. Vor allem nicht einen einzigen Block davon. Genau. Andesite, Diorite und Granit. Jetzt soll ich vielleicht mal die... Ja, jetzt sind ein paar rausgerannt natürlich. Könnt mal reinkommen? Danke. Schnell zu machen. Gut. Erstmal hier ein bisschen Stuff ablegen. So, jetzt haben wir hier nahezu alle Baumarten. Wobei ich sehe gerade, wir haben gar keine Dschungelbaum-Saplings. Warum das denn? Egal. Aber da haben wir so viele Bäume hier in der Nähe. Ja, es ist völlig egal. So. Ja. Warum ist die Kiste so voll? Nicht mehr. Deswegen bauen wir jetzt ein paar Dor. Dann können wir direkt den ganzen Sand und den ganzen Cobblestone wegklatschen. Sehr schön. Waren es nicht mehr als vier? Okay. Na gut. Tja. Das Witzige ist, die Schweine und die Kühe, die bleiben alle im Gehege. Ganz easy. Bei den Küken erscheinen auch manche durchzurennen. Ist aber kein Problem, weil da haben wir ja so viele Eier. Da können wir dann wieder neues spawnen, wenn alle verschwinden sollten. Was unwahrscheinlich ist. Ich schätze mal, da kommen immer nur die Küken durch. Das heißt, die... Ah, es ist gerade gewachsen. Also wird das auch verschwinden.
Ich sag schon mal tschüss. Ja. Nee, genau. Genau, das ist genau andersrum. Hier verschwinden nur die Küken. Das heißt, die bereits ausgewachsen sind, werden wohl scheinbar nicht mehr verschwinden. Aber bei den Schafen ist es halt genau andersrum. Die Küken bleiben scheinbar drinne. Und sobald sie groß sind... Okay, jetzt werden beide verschwinden. Tschüss. Sobald sie groß sind, droppen die einfach durch den Zaun durch. Amanakolm. So. Wir bauen Dror. Ganz viele. Das heißt, wir brauchen ganz viel Holz. Gut, zwei Stacks hätten wir jetzt wahrscheinlich nicht gebraucht. Das wäre vielleicht ein bisschen sehr viel. Können wir die Kiste ja doch komplett aus dem Holz bauen. Ja, haben wir sogar noch ein bisschen was. Das können wir auch noch ein bisschen verwurschten. Was können wir noch verwurschten? Und lieber erstmal nicht. Dann würde ich mal sagen, let's go. Dann bauen wir erstmal hier. Wir brauchen erstmal ganz viel Kohle. Holz. Holzkohle. Holz. Her damit. Ah, nochmal. Dankeschön. Ah, weißt du was? Nochmal. Dankeschön. So. Jetzt haben wir hier und hier und da. 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 Und da. Bop. Dankeschön. Dankeschön. So, wir haben jetzt 16. 4. Da haben wir 16 Drawer gerade mal, ne? Die Frage ist, was wollen wir überhaupt für Drawer bauen? Wollen wir hier so eine Vierer nehmen oder lieber doch einer? Weil von der Lagerkapazität macht einer definitiv mehr Sinn aktuell, ne? Ich werde mal... Wir haben ja... Genau. Ich werde die andere Wandseite auch noch ausbauen. Und dann werden wir auf der einen Seite, also auf der linken Seite, diese eine hinmachen und auf der rechten Seite dann diese Vierer. Ich glaube mal, das macht am ehesten Sinn. Das ist hier die Anordnung und hier ist... Ach so, so eine Anordnung. Okay. Das heißt, wir brauchen die alle in der Mitte. Also brauchen wir noch wesentlich mehr Holz. Oh. Die alle in der Mitte. Und jetzt... Okay, da brauchen wir aber wesentlich mehr Holz. Weil eben so bekommst du halt aus vier Dinger, bekommst du auch vier Dwar. Das heißt, du brauchst für vier gerade mal fünf Holz. Wenn du es aber so machst, dann brauchst du für einen einzigen sechs Holz. Das ist also viel kostenspieliger. Ich hätte die Kiste also doch nicht aus dem Holz machen sollen, ne? Ist das Alter. Okay. Ja, gut, bringt der Tropfen erstmal nichts. Ich muss trotzdem erstmal die hier verwurschten. So machen wir so. So und so. So und so und Achso, ich hätte eigentlich gleich die vier auch noch mit reinpacken können. Eins, zwei, drei, vier. Ich will alles. So, bam, bam. Danke. Okay. So, wir brauchen aber wesentlich mehr als 16. Deswegen, wieso verbrauchen wir echt viel halt, ne? Das ist halt schon krass, wie viel Holz wir brauchen. Das ist schon richtig eklig. Ich werde also doch direkt noch ein paar Fichten setzen. Guck mal, hier ist noch eine Holzart. Und hoffen, dass die Umfang wachsen. Beziehungsweise, wir können halt ja wieder da hinten hinschwimmen. Ne? Ist ja nicht so weit weg. Von daher baue ich die erstmal ab. Und lasse sie dann aber auch abgebaut. Dann haben wir hier Monokultur. Na, ist ja sowieso immer besser. So wie Klassengesellschaft und so. Ja, wobei so ein Mond ist es nicht, das ist ja direkt über Dschungel. Ja, sind immer noch nicht gewachsen. Leck. Oh mio. Gut. Verstehe ich gar nicht. Weil, ne, da hinten wachsen die auch auf ganz normalen Grasblöcken.
Mir erschließt sich also gerade der Grund nicht, warum diese nicht funktionieren. So, ich denke immer, wenn ich hier reinkomme, dass hier ein Schaf drin steht. Alter, oder ein Küken hier. Okay. Warte, los? Okay, das heißt, du kannst wieder zurück. So. Wir haben auf... Wie viel Holz haben wir jetzt eigentlich noch? Wir haben hiervon noch ein bisschen. Wir haben hier noch ein von. Das ist, können wir wenigstens auch endlich mal verwurschten. Wir haben halt noch ganz viel von diesem Fichtenholz. Bei ein Stack würde ich lieber gerne mal hier lassen. So, das heißt, aus denen... Und aus denen... baue ich jetzt noch mal ein paar Kisten. Was ist hier gerade passiert? Was ist geschehen? Ungefähr so. Ja. Nee, so. Wie viel habe ich? Schon wieder 29. Da kannst du halt nichts draus machen. Es ist und bleibt halt einfach eine gute Zahl. Egal. Ohne weiter schlimm. Wie viele wollen wir machen? Wir haben eine Fläche von. Ich habe keine Ahnung. Das müssten eigentlich 7 in der Breite sein. Und bei dem einen 6, also 13 in der Breite und entweder 4 oder 5 in der Höhe. Unsere Wand. Ich glaube aber, es sind 5. Weil eben es waren 4 und dann haben wir noch 1 höher gemacht. Also 5 mal 13. Okay. Richtig. Und sind jeweils. Ja doch, genau, müssten 6. Okay, das heißt also bei 100... Was waren's? Ja, das wären also 65... 65 Dwarf brauchen wir also. Alter, das ist aber eine ganze Menge. Na, ist aber ordentlich. Brauchen wir noch ordentlich Holz für die Hütte. Brauchen wir richtig Holz für die Hütte hier. 65, wir haben bereits 16. Also brauchen wir noch 49 weitere. Da, Alter, brauchen wir ja. Eigentlich sind die Vierer-Dinger wesentlich preiswerter. Aber die Einer, die sind ja richtig teuer. Wir brauchen halt hart viel mehr Holz, ne? Wir können direkt nochmal los von Holz holen. Das wird halt so nix. Das kannst du original vergessen. Da brauchen wir aber auch noch viel mehr Eisen, weil wir auch viel mehr Äxte brauchen. Und unser Stolz leidet viel mehr darunter. Wie viele Eier wir schon haben. Ich glaube, wir sollten mal ein paar verfeuern und mal neue Küken spawnen lassen. Oh, guck mal, die Schafe sind immer noch da. Okay. Ja. Ganz ehrlich, komm, ich glaube, die 16 lassen wir erstmal. Bauen wir erstmal noch 16 von den Vierer-Dingern. Wir machen jetzt mal noch ganz viele Kisten hier, auf jeden Fall. So 32 kriegen wir noch hin. Kriegen wir nicht hin. Hey, hallo? Danke. Was ist denn hier mit meinem Rechtsklick los? So, haben wir noch 16 Kisten.
So, jetzt ist die Frage. Weißt du was? Komm, ganz ehrlich, hier mit dem Holz. Wie viel ist es? 45. Haben wir 34 Kisten. So, wir haben also insgesamt 40 Kisten können wir bauen. Das heißt, wir machen noch vier Einerkisten. Also brauchen wir jetzt noch mehr Spruce Wood. Danke. Ja, brauchen wir noch mehr. Wir brauchen mehr. Oh, auf jeden Fall mehr. So, wir brauchen noch vier von diesen Einern. La 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 la. So, 1, 2, 3, 4. Bop. Und jetzt. Hey, wir haben noch 30 übrig. Habe ich mich verzählt? Das kann ja gar nicht sein. Das kann ja gar nicht hinhauen. Hingehaut. Okay. So. 1, 2, 3, 4. Fuck. My life. 5. So. Das Problem ist, wir kriegen jetzt keine 25 Vierer raus, weil der bleibt der eine übrig und mit der einen Kiste können wir keine Vierer bauen. I hate my life. Ja, das war ja. Achso, wir brauchen jetzt mal noch Spruce Wood. Und zwar brauchen wir machen mal 64. Das reicht auf jeden Fall. Genau. Wieso? So, ja, genau. Mehr als 24 kriegen wir nicht hin. Okay. Aber eine Kiste übrig. Okay. Okay. So, dann platzieren wir die Dinger mal. Synchron hier, was ist los mit den Viechern? So, und zwar hier natürlich, ganz klarer Fall. Jetzt die Frage, wie ordnen wir die vorhandenen erstmal an, da wir keine gesamten Wände voll bekommen. So, wir haben 24. Wir haben eine Lücke von 5. Deswegen wären halt 25 geil gewesen. Könnte man nämlich 5 mal 5 machen. Aber. Na gut, hier müssen wir eigentlich noch zumachen, denn später. Nein! Meine gute Spitzhacke. Ah ja, werden wir noch eine. Cool. So, ich sitze erstmal. So, wie kriege ich jetzt wieder umplatziert? Achso, klar, gegen die Wand einfach. Ich bin auch ein Genie. So, das reicht doch so erstmal, oder? Machen wir hier das Gleiche und dann passt das erstmal. So, ja, mal hier, ja. Oh, das wollte ich nicht. Aber weißt du was? Ist mir einfach zu blöd, von daher. Tada! So. Ja, reicht erstmal. Denn. Weißt du, was können wir eigentlich hier auch mal machen? Das heißt, wir machen nochmal von so, dass wir von beiden Kisten jeweils nochmal 15 haben. Das heißt, wir werden von den Vierer, werden wir noch 6 Kisten brauchen. Das kriegen wir natürlich nicht hin, weil es immer nur ein Vielfaches von 4 ist. Das ist natürlich sehr geil. Wir werden alle sterben. So viel Spruce Wood haben wir gar nicht mehr, ne? Oha.
Dollys nicht Goyle. Gut, erstmal werden wir dich hier verwurschten. Dankeschön. So, haben wir hier ein bisschen Holz. Da haben wir schon mal eine Kiste. Haben wir doch schon mal. Ist doch schon mal die halbe Miete. So. Ja, hier werden wir noch viel mehr brauchen. Badabam. Einmal. Bababum. Zweimal. Bababum. Irgendwie so, keine Ahnung. So, die restlichen 16 hebe ich mal auf. Für schlechte Tage. Und wir sind voll. Scheiß die mal an. Ja, out of space. So. Danke. Folgendes. Wir brauchen hiervon 5. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall da schon mal 5 Kisten. Wir haben 2. Das ist ja schon mal fast das, was wir brauchen. Was mache ich denn hier gerade? Voll Eiertanz hier. So, hier noch. Bam. So. Haben wir schon mal die 3, die wir für die brauchen. Jetzt brauchen wir noch mal. Aber kurz, wir haben 9. Wir wollen 15. Das heißt, wir brauchen hier nochmal 6. Wir brauchen also 8 Kisten, weil ne, eine durch 4 teilbare Zahl. Die ist das Ananas. Also 8 Kisten. Das reicht da hier genau aus. Nee, reicht überhaupt nicht aus. Was laber ich? 40 durch 5, nicht 50 durch 8. Das ist ja genau falsch rum gedacht gerade. So, müsste es genau ausreichen. Hey, hallo. So, perfekt. Okay, jetzt haben wir, zum einen haben wir jetzt, wir brauchen nochmal das Grußwort. Danke. Ach, komm her damit. Danke. Oh, reicht nicht. So, wir müssen jetzt Folgendes machen. Genau, die müssen wir einmal so. Und dann die einfach hier bob und irgendwie so, keine Ahnung. Okay. Sieht schon mal gut aus. Dann haben wir 2 über. So, und jetzt brauchen wir. Die 5 da rein und das haben wir da. Perfekt. Easy. Peasy. Lemon squeezy. Let's go. Wo ist die Sonne? Die Sonne ist. Ja, ist noch am Aufgehen, ja. Noch weit im grünen Bereich. Guck mal, die Bären schaffen die bleiben jetzt da. Okay. Ich verstehe das nicht. Diese Logik entzieht sich meiner Logik. Ist doch logisch, oder? So. 1, 2, 3, 4, 5. Ach mal ja. Shift, klicke die Klicken. So, da oben ist jetzt eigentlich noch hier so. So, und hier schlagen wir jetzt auch nochmal hier. Bisschen was rein. Oh, Kupfer. Braucht keine Sau. So. Vielleicht lasse ich das auch direkt so als zweimal als 2 Blöcke. Ne, ich wollte eigentlich hier so eine komplett durchgehende Wand machen. Also auch noch hier in die Mitte und da noch welche und vor allem noch 2 Reihen höher. Das heißt, die komplette Wand ist. Aber, also so wie hier zum Beispiel. Hier ist ja schon richtig ausgebaut. Quasi hier noch eine Reihe und hier noch 2 Reihen. Aber ich glaube, ich lasse es erstmal so. Das reicht vom Platz her locker aus für alles, was wir in den nächsten Folgen brauchen werden. Und B hat es irgendwie sowas. Ne? So ein bisschen gröber gruppiert. Keine Ahnung. Wie gesagt, der Raum sollte eigentlich noch viel größer werden. Oder soll noch viel größer werden nach da hinten. Aber wie gesagt, das braucht so viel Holz. Wir lassen es also erstmal so, bis wir ein bisschen mehr Holz haben. Gut, jetzt haben wir hier noch 2 so eine Vierer-Dinger. Ich glaube, die können wir bei uns schön im Haus noch später verwurschten vielleicht. Ist ja gar nicht mal so schlimm. So, jetzt werden wir erstmal ganz grob hier alles reinschmeißen, was wir gerade im Inventar haben. Und alles mitnehmen, was wir an Cobblestone haben. Dann werden wir das nämlich direkt in die erste Truhe schmeißen. Da ist noch Cobblestone. Ja gut, das war's noch Cobblestone. Was können wir noch mitnehmen? Erde. So, Erde können wir
Da haben wir noch einmal da, noch einmal da. So, da haben wir doch schon mal alles soweit rau. Hier haben wir noch einmal Erde. Nochmal Erde. Erde, hallo. Nochmal Erde. Erde. Ey, Erde, ich such dich. Ey, Erde, meld dich, du Spitz. Nein, aber nicht. Okay, komm. Kommst du noch da? Ah, diese brauche ich ja gar nicht. Jetzt gibt es ja diese spezielle Shift-Click-Kack-Dings da, Bumster. Ich muss mal gucken, wie das nochmal war. Also, wenn ich jetzt das erste Mal ist das drin. Und wenn ich jetzt Shift klicke, nee, gar nicht. Wenn ich mit Q klicke, genau, dann nehme ich immer ein und packe auch ein rein. Aber es gab es doch auch noch was, dass ich... Ah, okay, mit leerem Feld rechts klicken. Dann mache ich alles rein. Okay, gut. So, das heißt auch hier einmal und jetzt nochmal, dann ist alles raus. Perfekt. Cool. Das ist eigentlich so die geilste Funktion. Dass man damit auch gleich alles, was man im Inventar hat, reinklatscht. Das ist richtig geil. So, 800, 300. Ist doch cool. Vor allem, ich finde das so schön, dass jetzt, ne, die Mod ist ja jetzt auch über Git. Für alle meine Mods, die ich auf den Servern verwende. Also fast alle. Dass jetzt auch mit abgedatet werden. Ich hatte die Befürchtung, weil bei der Mod-Version, die ich früher hatte auf meinen Mindclone-Servern, da war das ja so, dass die nicht so funktioniert hat, wie ich wollte. Weil nämlich dieses Bild hier vorne, wenn man weiter weg war, angefangen hat, unglaublich zu flackern. Weil das Bild, weil es halt, ne, so nah an dieser Grafik war, dass irgendwann der Setbuffer, weil umso weiter man weg ist, umso ungenauer wird der Setbuffer, einfach aufgrund dessen, wie Floatpoint-Arithmetik funktioniert. Und aufgrund dessen hat es dann unglaublich angefangen zu flackern. Und dementsprechend habe ich halt manuell im Quellcode rumgeschrieben, dass diese Grafiken wesentlich weiter nach vorne kommen, sodass die Lücke zwischen der Grafik und der Hintergrundgrafik so groß ist, dass selbst aus weiter Entfernung dass die Grafik halt klar im Vordergrund ist. War natürlich jetzt das Problem, wenn ich das Ganze über Git mache, dann wird ja meine Änderung immer wieder überschrieben. Deswegen hatte ich da ein bisschen Angst gehabt, dass es jetzt wieder unglaublich flackert. Aber tatsächlich haben die jetzt haben die Ersteller der Mod das selber gefixt, dass sie jetzt manuell sagen, nein, das soll im Vordergrund sein. Man kann es ja auch manuell einfach sagen, dass das immer nach der Grafik gerendert wird. Oder aber die haben es von Seiten von der MyTest-Engine gemacht. Dass einfach die MyTest-Engine für sich das irgendwie macht, dass so aufgesetzte Grafiken nach der gerendert werden. Und das auch auf weiter Entfernung mit Ungenauigkeit trotzdem noch funktioniert. Ja. Wie gesagt, funktioniert jetzt. Das heißt, ich muss die Mod nicht mehr anpassen und kann dementsprechend die Mod über Git laufen lassen. Was sehr geil ist. Weil die Version, die ich angepasst hatte, die war nämlich nicht mehr lauffähig. Die ist mit der MyTest-Version 5.6 immer, ich weiß gar nicht, ob die mal abgestürzt ist oder ob die... Nee, genau, die hat noch funktioniert, aber die Grafiken waren gar nicht mehr zu sehen. Ne, also die Objekte waren noch da, das heißt auch dieser Infotext, der oben links ist, der war auch da. Aber die waren halt komplett transparent. Und das war halt der Grund, weswegen ich dann doch zu der Git-Version wieder gewechselt bin. Und bin glücklich, dass das auch so funktioniert. Sehr schön. So, jetzt ist da hinten unsere Grabbelkiste wesentlich leerer. Das heißt, nächste Folge werden wir erstmal hier gucken, was wir davon wieder rausnehmen. Und was davon drinnen bleiben kann. Unser ganzes Werkzeug zum Beispiel wieder rausnehmen, ganz klar. Ja. Heieiei. Gut. Das soll es bis dahin erstmal sein und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich glaube aber, das ist dann auch erstmal wieder die letzte Folge. Müsste auch jetzt genau 8 sein, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, genau. Ist die 7. Folge. 8. Folge dann noch. Und dann soll es erstmal reichen für die Woche. Bis dann.